Mitten in der Heidelberger Südstadt entwickelt sich ein komplett neues Quartier. Auf der ehemaligen US Army-Fläche an der Römerstraße entsteht in den kommenden Jahren viel preiswerter Wohnraum, urban und dennoch mit viel Grün. Dazu kommen Flächen für Dienstleistungen und Einzelhandel und viel Platz für Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Am 1. Januar 2016 wurden die Stadt Heidelberg und ihre Partner von der MTV Bauen und Wohnen GmbH Eigentümer eines Großteils der Konversionsfläche. Und sie verloren keine Zeit. Noch im Winter begannen überall auf dem über 40 Hektar großen Areal Abriss- und Umbauarbeiten. Bereits im August zogen die ersten Bewohner ein. Carmen Dudenhöfer, ihr Partner Marcel Koch und die Kinder Luca, Maria und Julian waren unter den Pionieren im Quartier. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Die Wohnung ist riesig. Das ist natürlich perfekt für drei Kinder und zwei Erwachsene. Wir haben einen Spielplatz direkt gegenüber von der Haustür. Das ist auch super für die Kinder. Und ja, Straßenbahn ist auch fast gegenüber. Und einkaufen kann man hier auch super. 84 der geplanten 1300 Wohnungen sind inzwischen bezugsfertig. Auch in einem Wohnheim für Azubis sind inzwischen die ersten Mieter eingezogen. Zum Schuljahresbeginn 2017 soll die Julius-Springer-Schule in die ehemalige Highschool einziehen. Außerdem plant die Stadt in der ehemaligen Kommandatur ein Zentrum für die Geschichte und Gegenwart der transatlantischen Beziehungen. Unermüdlich fressen sich die Bagger in die alten Gebäude, die nicht erhalten werden. An der Ecke Römerstraße-Rheinstraße entsteht ein neues Nahversorgungszentrum. Und auf den Campbell Barracks wächst zwischen dem Paradeplatz und den alten Stallungen ein komplett neues Quartier mit Wohnungen, Büros und Gastronomie. Wir bauen eine ganze Stadt, so muss man sich das vorstellen. Der Karlsdorf-Bahnhof, unsere große Kultureinrichtung wird hierher gehen, die Polizei wird hier angesiedelt, eine neue Universität, ein Kreativwirtschaftszentrum entsteht. Und in den kommenden Jahren kommt mehr und mehr dazu.